Du bist, was du isst. Dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmoothies.de. Bei mir zu Hause kommt nur auf den Tisch, was mir richtig schmeckt und gut tut. Naja, fast. So bin ich auf der Suche nach hochwertigen Lebensmitteln und Rezepturen, die mir ein Maximum an Geschmack und Vitalität bieten. Was ich gefunden habe, möchte ich mit dir teilen. Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Du bist, was du isst. Wobei ich heute vielleicht eher sagen sollte von Du bist, was du trinkst. Denn in dieser Episode geht es um ein Getränk, das vor mehr als 2000 Jahren ein chinesischer Kaiser als ein Elixier für ein ewiges Leben beauftragt haben soll. Der Auftrag ist missglückt, der Kaiser lebt nicht mehr, aber das Getränk hat bis heute überlebt. Die Rede ist von Kombucha, einem fermentierten Teegetränk, das mich seit einigen Jahren begeistert. Als beste Alternative zu Wein und Bier, als prickelnder Durstlöscher, als feines Erfrischungsgetränk, als gesunder Ersatz für eine Limonade oder, wie Elspieta Rogowska von der Mikrofermenterei Berbucha sagt, als Wellnessgetränk. Und genau das stellt sie zusammen mit ihrem Partner Tadeusz Zagrabinski in kulinarischer Perfektion her, kompromisslos nach traditioneller Methode. Für mich ist Berbucha wie eine Urzelle des Kombuchas in Deutschland. 18, 19 Sorten kann man in ihrem Café in Berlin-Schöneberg in Champagnergläsern genießen. Nirgends hat mir Kombucha bisher so gut geschmeckt und deshalb freue ich mich ganz besonders, mit Elspieta über Kombucha zu sprechen, und wir haben lange miteinander gesprochen. Insgesamt sind 3 Episodenteile entstanden. Im ersten Teil erfährst du, wie Elspieta zur professionellen Kombucha-Produktion gekommen ist, was Kombucha eigentlich genau ist, wie der Teepilz SCOBY gesüßtes Teewasser in das lieblich-säuerliche Getränk transformiert, was überhaupt die Unterschiede zwischen traditioneller und industrieller Kombucha-Produktion sind. Und wir sprechen über die Geschichte von Kombucha, vor allem über seine Tradition in Deutschland im 20. Jahrhundert. Da galt Kombucha vor allem als medizinisches Heilgetränk. Im zweiten Teil geht es dann passend weiter mit den Heilwirkungen, die Kombucha bis heute nachgesagt werden. Dazu gibt Elspieta einen Einblick in die Rückmeldungen ihrer Kunden und erzählt auch von ihren eigenen Erfahrungen, hilft gegen Migräne, gut zur Entgiftung, sorgt für schöne Haut, verbessert die Verdauung, sind nur einige Feedbacks, die Elspieta mitgebracht hat. Natürlich sprechen wir auch über die probiotische Wirkung von Kombucha, seine Nähr- und Inhaltsstoffe und woher der Kombucha-Revival in Deutschland eigentlich kommt. Im dritten und letzten Teil wird es praktisch. Ich frage Elspieta, was benötige ich, um meinen ersten Kombucha zu Hause zu brauen? Welche Utensilien? Woher bekomme ich den SCOBY? Mit welchem Tee fange ich am besten an? Und wie erkenne ich, wann der Kombucha fertig ist? Hier gilt es nämlich, den magischen Moment zu erwischen, wie Elspieta sagt, um einen perfekt ausbalancierten Kombucha zu brauen. Ich bin jetzt schon gespannt, wie dein eigener Kombucha gelingen wird und freue mich natürlich auf dein Feedback. Das kannst du zum Beispiel gerne auf Apple Podcasts hinterlassen. Aber jetzt erstmal ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Liebe Elspieta, herzlich willkommen bei Du bist, was du isst. Ich grüße dich auch, Carla, und ich freue mich einfach. Ja, sehr schön, dich heute hier zu haben. Ich habe zur Vorbereitung auf diese Episode sehr viel Kombucha von unterschiedlichen Herstellern ausprobiert. Natürlich habe ich mich auch durch euer Sortiment getrunken und am Ende meines Geschmackstests stand Berbucha ganz klar auf Platz 1 und zwar mit einem riesigen Abstand zu anderen Kombucha-Herstellern. Ich traue meinem Geschmack und deshalb bin ich sehr glücklich darüber, heute mit dir über Kombucha sprechen zu können, um diesen uralten fermentierten Teegetränk gerecht zu werden. Eine Ausbildung zum Kombucha-Brauen gibt es ja noch nicht wirklich. Verrate mir doch erstmal, wie du auf Kombucha gekommen bist und wie es dann auch zur professionellen Kombucha-Herstellung mit deinem Partner Tadeusz gekommen ist. Ja, es hat alles angefangen mit Liebe. Oh, wie schön. Nicht mit Liebe zu Kombucha, aber mit Liebe zu Tadeusz.
Und dann kam natürlich Kombucha. Aber das erste war einfach unsere Begegnung als Paar. Ich war in Deutschland, in Berlin. Er war in Connecticut, in den USA, als Kochchef tätig. Dort war natürlich die Zeit, also es war um die 2011. Es war natürlich der Höhepunkt von Kombucha. Höhepunkt, der irgendwie nicht aufhörte. Und ich bin 3 Jahre hingereist und bei ihm habe ich dieses Getränk erlebt zuerst mal, weil er schon gebraut hat, angefangen hat, auch zu brauen für seine Bedürfnisse. Und es war irgendwie so unglaublich, weil dieses Getränk, die Präsenz dieses Getränkes auf dem Markt hat mich einfach erschlagen. In Amerika jetzt? In Amerika. Du hast wirklich gedacht, ich habe nichts von Kombucha gewusst, nie gehört hier, no, wirklich Informationen. Und dort habe ich das Gefühl gehabt, jeder kennt Kombucha, jeder trinkt Kombucha. Kombucha ist überall. Es ist etwas, was du sofort mit Wellness, Yoga, good for gut, for brain assoziiert hast. Mhm. Aufgrund einfach der unglaublichen Präsenz. Nicht nur in den Geschäften, wo du unglaublich viele Marken in Regalen gesehen hast, egal wo du hingegangen bist. Aber auch durch natürlich Social Media, durch Fernseher, durch alles Mögliche, wo du dachtest, wow, wie kann das sein, dass hier etwas so populär ist? Mhm. Und ich habe nie davon etwas gehört. Naja, das war ja der Zeitpunkt, wo es hier vielleicht pasteurisierten Kombucha gab, ne? Und das war's, ne? Das war's. Und der Unterschied, dass dort sofort diese Botschaft kam, es ist unpasteurisiert, es ist Rohkostqualität, es ist etwas anderes als Soda und Limo. Es ist etwas, was Menschen ganz bewusst wählen als Getränk, was eine neue Art für Menschen ist, die wirklich sich gesund trinken wollen, also bewusst gesund. Und das war schon etwas wirklich für mich total überraschend. Und dann natürlich haben wir Kombucha getrunken. Es hat wahnsinnig gut geschmeckt. Da wir beide kein Alkohol getrunken haben, war das für uns also eine absolute tolle, um nicht zu sagen geniale Alternative zum Wein. Mhm. Und so bin ich so langsam auf Geschmack gekommen und bin natürlich nach Deutschland zurück und dachte, ja, das will ich aber auch. Ich will das auch hier trinken, ja. Und so habe ich angefangen, von dem Vitadeusz das in den USA gemacht hat, natürlich abgeguckt, auch gelernt, habe ich das auch hier zu Hause angefangen. Und das ging so einigermaßen gut. Also ich hatte immer meinen Kombucha. Wenn Freunde zu mir kamen, dann haben sie doch mehr getrunken, als mir lieb war. Und so war ich immer bei braun und dachte, ich so, wow, also es hat denen geschmeckt. Und dann bin ich immer wieder, also 3 Jahre lang, immer wieder hin und her, Tadeusz war auch hier dazwischen, mit natürlich dem Scoby im Koffer. Ja, weil ich musste irgendwo mit einer Kultur anfangen. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich hier eine Kultur bekomme in 2011 oder 12. Und so haben wir angefangen, immer wieder Leute kamen zu uns. Und ich muss sagen, Interesse war schon ziemlich groß. Mhm. Dann sind wir zu Partys gegangen, hatten wir schon eine Flasche dabei und irgendwie die Leute fanden das ein bisschen komisch, dass wir irgendwie immer mit irgendeiner Flasche da auftauchen, aber waren einfach interessiert, was trinkt ihr da, kann ich auch mal probieren, ne? Und für uns war es natürlich totale Erleichterung, weil es ist schon anstrengend, wenn du irgendwo hingehst und wirklich außer Wasser und Apfelschorle eigentlich nichts anderes trinken kannst. Ja, genau. Und so hat es einfach angefangen. Und dann mussten wir natürlich entscheiden 2014, okay, was machen wir? Wir wollten zusammenbleiben und wir haben die Entscheidung, Deutschland oder USA. Und ja, die Entscheidung fiel auf Deutschland und Tadeusz kam nach Berlin. Und dann natürlich wollten wir irgendwie neu starten. Also ich wollte mich neu orientieren beruflich. Er natürlich hier auch. Wir wollten keine Gastronomie, auch wenn er Kochchef war, wollten wir das nicht. Und haben gesagt, okay, also hier in Berlin gibt es keinen Kombucha, es gibt auch keine Fermente richtig. Und das alles, wir brauchen das als unsere Ernährungsart. Ja, als unsere quasi Lifestyle.
Und dachten wir, okay, wir müssen das sowieso herstellen, ob wir das nur für uns machen oder auch vielleicht für andere, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Goldrichtig war eure Entscheidung. Ihr habt dann 2015 eure Fermenterei Berbucha in Berlin-Schöneberg gegründet. Und was ich großartig finde, ihr habt dort auch einen Ort geschaffen, wo man Kombucha nicht nur kaufen kann, sondern ausgiebig genießen kann. Genau, so war es. Also es war so, dass wir, also ich wusste absolut nicht, wo dieser Ort sein soll für Kombucha. Ich wusste nicht, in welchem Bezirk. Ich wusste nicht, in welche Straße. Ich hatte keine Ahnung. Und eines Tages habe ich Tadeusz einfach zur Post geschickt und er hat sich verlaufen. Er hat sich verlaufen und er hat einen Ort gefunden. Und er sagte, du wirst mir nicht glauben, aber ich glaube, es könnte tatsächlich passen. Und es hat tatsächlich gepasst. Wir haben diese Räumlichkeiten bekommen und wir haben uns dort von Anfang an sehr gut gefühlt. Und natürlich haben sie auch erfüllt die Bedingungen, die wir brauchten, um das Konzept aufzubauen. Was für ein Glücksfall, dass ihr euch für Berlin entschieden habt und nicht für die USA. Das war mir gar nicht so klar. Ihr bietet 18 verschiedene Kombucha-Sorten an. Das ist wirklich außergewöhnlich. Warum eine so große Varietät? Also die Antwort ist ganz einfach. Wir lieben die Fülle. Wir sind Genussmenschen. Es gibt sehr viele Teesorten. Und es ist so, wenn man Kombucha täglich trinkt, dann einfach willst du mal was anderes halt, ne? Von der Seite, natürlich dazu ist so, dass Tadeusz sehr kreativ ist, als der Kombuchista, Hauptkombuchista. Kombucha ist Teegetränk, deswegen, es gibt so viele Tees, die wir immer wieder ausprobieren. Und natürlich wollen wir den verschiedenen Kunden was anderes anbieten. Deswegen haben wir verschiedene Linien, könnte man sagen. Kannst du die mal ein bisschen genau beschreiben, das Sortiment? Ja, also es gibt drei verschiedene Linien. Eine Klassiklinie, das ist eine Einstiegslinie für Leute, die noch nie mit Kombucha in Berührung gekommen sind, die einfach kosten wollen. Und die besteht einfach aus Tees, die sehr präsent im Geschmack sind. Also wenn du zum Beispiel Morgenduft trinkst, dann das ist ein grüner Tee aus Blüten. Dann einfach schmeckst du diese Blüten. Ja, wenn du jetzt Lady Grey trinkst, das ist ein grüner Tee mit Bergamottöl, dann schmeckst du dieses Bergamottige halt. Ne? Und das ist einfach etwas, was dominiert. Der Geschmack ist sehr präsent, erkennbar. Aber dann gibt es natürlich Leute, die sich sehr gut in Tees auskennen und ein bisschen andere Anspruch auch haben. Und dafür haben wir eine Speziallinie konzipiert. Das ist eine Premium-Linie. Sprich, die Tees sind von Qualität viel erlesener und viel feiner im Geschmack, viel komplexer. Und da ist das eine Linie, die auch aus 6, glaube ich, Sorten besteht. Also da ist Junchiabari, also die Kombucha heißen so wie der Tee. Also sind wunderschöne Namen, wo wir uns gar nicht die Mühe machen müssen, irgendwie irgendwelche Namen zu kreieren, sondern die heißen so wie der Tee auch heißt, also Junchiabari oder Black Phoenix oder Paimutan oder was haben wir noch? Lapacho. Nee, Lapacho ist schon in einer anderen Linie. Das ist eine, tatsächlich könnte man sagen, medizinische Linie. Sprich, es ist eine Linie, die nicht auf Teebasis ist. Und hier hat man eben Heilkräuter, Heilpflanzen, also Zutaten, die in diesen jeweiligen Ländern, aus denen diese Zutat stammt, tatsächlich wie Tees getrunken werden. Also Lapacho kennen viele Leute in Deutschland als Lapacho-Tee. Ist aber in Rinde von Lapacho-Baum. Ja? Auch Hanf ist in dem Sinne kein traditioneller Tee. Oder Chaga ist ein Heilpilz. Oder Schisandra ist eine Beere aus der chinesischen Medizin. 5-Geschmacksbeere. Das heißt, das ist eine Linie wirklich für Leute, die kommen und sagen, habt ihr etwas ohne Tee? Ich bin da hüppelig, wenn ich Tee trinke. Ja, ich vertrage diese Teeine irgendwie nicht. Ich brauche was anderes. Da ist natürlich diese Linie, wo die Leute sich auch austoben können. Das sind auch 6 Sorten. Das ist die dritte Linie dann, ne? Genau. Und dann gibt's noch die vierte. Die ist sehr beweglich, die verändert sich immer, die ist auch saisonal. Wie zum Beispiel jetzt haben wir Gundermann Kombucha. Vorher hatten wir
Brennnessel Kombucha, also Kombuchas, die wir jetzt brauen, die sind einfach saisonal, die sind kurze Zeit nur da. Und Kombuchas aus Tees, die wir immer wieder neu ausprobieren und quasi anbieten, weil sie anders sind, weil sie einfach sich verändern für die Leute, die wirklich zu uns regelmäßig kommen und wirklich ein bisschen nach was anderem suchen. Also quasi nach neuer Sorte, nach einem neuen Geschmack. Und was sind so die beliebtesten Kombucha-Sorten bei euch? Gibt es Bestseller? Ja, doch, doch. Also wir haben schon diese Klassiklinie sehr lange konzipiert, ja. Und wirklich Sorten sind rausgegangen, dann neue reingekommen, die einfach sich besser verkauft haben beziehungsweise besser angekommen sind bei den Kunden. Und das ist tatsächlich in der Klassiklinie Klassik und Morgenduft. Das sind wirklich die zwei Sorten, die immer, immer schmecken, jedem schmecken. Das sind so die Türöffner. Also ich glaube, würde ich sogar sagen, gleichwertig. Ja. Und Morgenduft ist eben ein grüner Tee aus Blumenblüten. Und Klassik ist bei uns eine Mischung aus vier verschiedenen Tees. Ah. Zwei schwarzen und zwei grünen. Ist eine besondere Mischung, wo ich natürlich nicht verraten kann, aus welchen Tees. Und die zwei Sorten kommen unglaublich gut an. Danach kommt Hibiskus, kommt auch Lady Grey und Darjeeling, eigentlich alle aus der Klassiklinie. In den anderen Linien ist es sehr unterschiedlich. Ja, das hängt wirklich von dem jeweiligen Geschmacksempfinden. Das kann man wirklich nicht so sagen. Aber natürlich auch Brennnessel, wenn er im April ist, dann ist er sehr populär oder populär geworden schon bei uns. Die Kunden wissen, die kriegen den im April bis Mai, Anfang Mai. Das sind schon so Kombuchas, die wirklich, letztendlich kann ich sagen, jede Sorte kommt gut an, aber wird natürlich in verschiedenen Mengen verkauft. Ja, also ich kann dazu sagen, ich bin ja extra auch rübergekommen, um den Brennnessel-Kombucha auszuprobieren. Und ich werde es auch mit dem Gundermann machen, weil ich das einfach, der hat eine rosane Farbe. Das ist schon natürlich erstmal wieder, wow, sowas trinken zu können. Ja. Also finde ich großartig, auch dieses saisonale Angebot bei euch. Mhm. Was man noch dazu wissen muss, also der Besuch zu euch lohnt sich auch allein deshalb, man bekommt den Kombucha in einem Champagnerglas serviert. Ja. Und das macht total Sinn, weil man so viel besser die Aromen schmecken kann. Absolut. Man kann ihn wirklich schwenken wie einen guten Wein. Ja, und man hat fast das Gefühl, man ist in einer... beim Winzer, beim Tasting. Und das ist eben das Kombucha-Tasting. Was sagen denn Kinder so zu euren Kombucha-Sorten? Also in den ersten Jahren waren bei uns sehr viele amerikanische Kinder, also von Amerikanern, die hier gelebt haben, bestimmte Zeit, die natürlich Kombucha schon kannten aus USA. Mhm. Und das waren natürlich die absolute Knaller. Also die Eltern haben echt erzählt, die müssen den Kombucha verstecken von denen. Ne? Das waren Kinder vom Alter von 2 Jahren bis nach oben. Und haben Kombucha wirklich so gerne getrunken. Ich muss sagen, es hängt so ein bisschen auch von Eltern ab. Wenn die Eltern offen sind und das den Kindern einfach anbieten und sagen, lass uns probieren und guck mal, dann trinken die Kinder das auch gerne. Ja? Es kommen manche Eltern, die sie sagen, Mensch, ich möchte mein Kind so ein bisschen vom Cola und von diesen übersüßten Limos wegziehen. Was könnte ich dem anbieten? Dann sage ich, nimm Morgenduft. Manche trinken auch Honeybush sehr gerne, wenn wir gerade Honeybush gemacht haben. Oder Hibiskus oder auch Chaga-Kombucha, weil der so ein bisschen an Cola erinnert. Ja. Ja. Also komm gut an, komm gut an. Ja, ich kann es bestätigen. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und vielleicht ganz basal klären, was genau ist denn jetzt Kombucha? Weil wir haben, jetzt ist es schon so, man möchte jetzt einfach am liebsten bei euch vorbeikommen und sagen, okay, schenk mal ein. Aus was besteht Kombucha? Also sagen wir so, wenn man jetzt mich wirklich fragt, was ist Kombucha, dann ist das eigentlich gar nicht so einfach die Antwort, wie man denkt. Weil Kombucha ist heute was anderes, was Kombucha früher war. Kombucha ist kein geschützter Begriff mit klarer Definition, was es sein soll. Deswegen kann ich nur sagen, was Kombucha für uns ist und wie wir die Kombucha definieren. Kombucha, wenn es gut gemacht ist, ist wirklich ein sehr charaktervolles Getränk. Hat klare, erkennbare Noten.
ist nicht zu verwechseln mit Lima und Soda. Für uns ist Kombucha ein absolut natürliches Gärgetränk aus fermentiertem Tee, sprich ohne Zusätze. Das heißt, es ist nicht pasteurisiert, es ist nicht filtriert, es ist nicht künstlich karbonisiert und es ist erschaffen, gebraut mit lebendiger Starterkultur. Ganz wichtig. Es ist, wie du schon auch selbst erlebt hast, es ist lieblich-säuerlich. Das ist so das Charakteristische für Kombucha. Diese Lieblichkeit und Säuerlichkeit bei gutem Kombucha, wunderschönen Balance von diesen Lieblichkeit und Säuerlichkeit. Und der Teegeschmack als Geschmacksnote. Es soll schön mussierend, prickelnd sein und deswegen erfrischend sein. Und Kombucha gehört zu uns, wie auch in der USA, in USA das der Fall ist, zu sogenannten neuen Trinkkultur. Mhm. Also es hat auch eine ganz angenehme Perlage, ne? Also das, was du eben gesagt hast, absolut, mit dem, es ist nicht extra absolut karbonisiert, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, also es ist ein Teegetränk. Ja. Es besteht also immer aus teinhaltigen Tee. Es muss ein Tee sein mit Tein, das kann aber ein weißer Tee sein, das kann ein grüner Tee sein, das kann ein Oolong-Tee sein, das kann schwarzer oder roter oder gelber Tee sein. Genau, und dann kommt Zucker dazu, der Tee muss gesüßt sein. Richtig. Und dann kommt das Wesen SCOBY ins Spiel. Dann kommt SCOBY, richtig. Was dann ist das? SCOBY. Ja, was ist SCOBY? Es ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein neues Wort, das heißt Akronym, weil es aus den ersten Buchstaben von Symbiotic, Colony of Bacteria und Yeast stammt. Übersetzt heißt das ungefähr symbiotische Kolonie aus Bakterien und Hefen. SCOBY wird auch Teepilz oder Kombucha-Pilz genannt. Und was macht jetzt der SCOBY aus dem gezuckerten Tee? Was macht der SCOBY? Na, er zaubert aus diesem wirklich gesüßten Tee ein fermentiertes Getränk, was süß-sauer ist, verwandelt das durch eben diese, mit Hilfe von Tein und Zucker und ist etwas, muss ich sagen, Zauberhaftes. Also ich empfinde es zauberhaft, weil es ist eine, sagen wir, eine etwas, was nach Haut aussieht. Also es ist etwas, könnte man sagen, eine zellulose Scheibe. Also ein bisschen, sagen wir, tiefer zu gehen. Es ist eine Symbiose, eine Lebensgemeinschaft von Hefe und Bakterien, ja. Aber von der Optik ist das wirklich wie Haut, wie Fleisch, etwas Feines, glattes, vitales, wenn man das anfängt, so ein bisschen fleischiges, was sich auch vermehrt. Natürlich, man hat verschiedene Arten von SCOBY, etwas, was Baby-SCOBYs, die sind wirklich wunderschön, so glatt und fein. Und natürlich gibt es SCOBYs, die, wo viele sagen, oh, was ist denn das? Die natürlich in Arbeiten fleißig, wo da viele Hefefäden sind, die natürlich nicht so, die schon ein bisschen älter halt sind, ne? Aber an sich ist das wirklich etwas Organisches, ja. Es ist ein wirklich, also ein perfektes Gleichgewicht von Hefen und Bakterien, was nicht kopierbar ist, was nicht irgendwie zerlegbar ist, nicht kopierbar ist, habe ich schon gesagt, nicht patentierbar ist. Es ist etwas. Immer ein Unikat. Ein Unikat absolutes, absolut, wo man das nicht nachmachen kann. Die Natur hat das der Menschheit als Geschenk gegeben, geschaffen, erschaffen. Und das ist so, wie Aristoteles gesagt hat, das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile. Und das stimmt wirklich. Das kannst du nicht rausnehmen, deswegen kann man das auch nicht patentieren. Ja, mhm. Es ist in seinem Ganzen, Ganzheit vollkommen und perfekt. Und tut das, was es tut. Mhm. Aber wie wird diese Starterkultur hergestellt? Also ich denke an Sauerteigbrot oder an Sauerteig. Da kann man ja zum Beispiel eine Starterkultur selber aus Äpfeln herstellen. Ich weiß, man kann den SCOBY kaufen heute, den Teepilz, um dann auch loszulegen. Ja. Darauf gehen wir am Ende dieses Podcasts ein. Wie entsteht der SCOBY? Also das SCOBY entsteht, also zuerst mal bei jedem, der schon angefangen hat, entsteht einfach SCOBY zum Abschluss des Fermentationsprozesses.
Also während und am Abschluss hat jeder, der fermentiert zu Hause, schon mal eine neue Schicht von Scoby. Genau. Das entsteht aus Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien und Hefe. Genau, und aber das ist ja nicht der Starter. Genau. Das ist nicht der Starter. Das ist quasi, wenn man schon hat. Mhm. Wenn man aber sagt, haben wir viele Kunden, die sagen, nee, ich möchte kein Scoby kaufen. Ich möchte das irgendwie selbst züchten. Und du brauchst dafür erstens einen Starter, wie du schon mal gesagt hast, aber einen sehr gut fermentierten Starter. Das ist quasi, Starterflüssigkeit ist sowas wie Kombucha, was nach Essig schmeckt, also richtig überfermentiert ist. Mhm. Und das nennt man Starter. Dann brauchst du aber nicht nur den Starter selbst, du brauchst natürlich frisch gemachten schwarzen Tee und Zucker dazu, aber in richtigen Mengen. Und hier liegt das ganze Geheimnis. Okay. In welchen Mengen? Das kann ich auch nicht verraten, weil das ist wirklich etwas, sagen wir, wo man gar nicht so wiedergeben kann. Es ist sehr viel Erfahrung, Gefühl einfach, aber das macht es einfach aus. Ja, und der steht ja auch im Austausch mit einem selbst. Du hast ja auch gesagt, genau. Ne, als ihr immer die Scobies nach vorne gepackt habt, da wo ihr verkostet und wo der Kombucha getrunken werden kann, da haben die sich auf einmal nicht wohlgefühlt. Vielleicht war das Richtig. Zu laut oder so, ne? Richtig, also Ruhe braucht Kombucha auch. Das steht in manchen auch Büchern sogar geschrieben. Es ist auch nicht gut, wenn da geraucht wird, wenn irgendwie laute Musik läuft oder irgendwie das am WLAN irgendwie steht, ja? Das sind so Dinge, die Kombucha, die sagen wir, dieser Kultur, um sich zu bilden, nicht mag, ja. Aber man braucht noch dazu, das wäre noch zu wenig, man braucht die entsprechende Temperatur. Also Scoby muss natürlich gedeihen, wie jede andere Kultur, in einer bestimmten Wärme. Du brauchst Wärme, also zwischen, sagen wir, 20 und 25 Grad. Mhm. Ja, und wenn man das alles quasi gemacht hat und das alles steht irgendwo, dann muss man natürlich auch warten. Und manchmal wartet man eine Woche, manchmal wartet man viel, viel länger, weil man nicht weiß, warum es auf einmal so langsam geht. Und da merkt man, es ist etwas Lebendiges, etwas, was Eigenbiorhythmus hat, was du nicht beeinflussen kannst, was unterschiedlich sich verhält. Und das macht das Ganze aus. Dieses Geheimnis und dieses quasi dieses Magie einfach auch von Scoby. Es ist eben eine Transformation, die da stattfindet. Absolut. Und ja, und die ist von der Umgebung natürlich stark abhängig. Ja. Du hast das eben schon in Teilen gesagt, aber vielleicht können wir noch mal drauf eingehen. Du hast gesagt, wie ihr, was Kombucha für euch ist. Und ich weiß, dass ihr nach traditioneller Methode herstellt. Was heißt das genau? Ganz einfach gesagt, traditionell für uns heißt nicht industriell, heißt wie zu Hause. Ja. Aber auf einem hohen professionellen Level. Und es heißt letztendlich so wie vor 100 oder 200 Jahren. Es ist so, man könnte sagen, so wie meine Oma das gemacht hat. Das ist das Erste. Und jetzt müsste man eigentlich wirklich erklären, was ist anders. Weil natürlich, wenn man sagt traditionell, ihr macht traditionell, dann ist natürlich die Frage, denke ich, stellt sich so von alleine, okay, also wie wird den Kombucha jetzt gemacht, den man kauft, ne, in Bio-Kompanie oder in anderen Geschäften, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte dieses Geheimnis lüften, was der Unterschied ist, weil ich habe es vorhin schon gesagt, euer Kombucha schmeckt wie von einem anderen Stern im Vergleich zu allen anderen gekauften Produkten, die ich ausprobiert habe. Das ist jetzt natürlich mein Geschmackserlebnis und ich möchte auch gar nicht ausschließen, dass es nicht woanders in Deutschland oder wo auch immer solche Kombucha-Produzenten Brauereien wie euch gibt, nur dass sich hier niemand vor den Kopf gestoßen fühlt, aber es gibt einfach diesen Kernunterschied. Für mich einer der spürbarsten war eben die Kohlensäure, die ich persönlich, wenn sie so stark vorhanden ist, als sehr störend empfinde. Und ich finde auch, gerade wenn man verschiedene Aromen, Kombucha-Aromen schmecken möchte, dann ist so ein starker Kohlensäure- oder CO2-Gehalt einfach, finde ich, sehr überdeckend. Aber das ist jetzt natürlich sehr individuell von mir. Es wird auch Leute geben, die sagen, boah, ich mag es richtig, wenn es richtig voll mit Kohlensäure ist. Aber das war für mich so ein Kernunterschied. Und was ich natürlich auch richtig, richtig irre finde, ihr bezeichnet euch ja auch als Mikrofermenterei. Und du hast eben gesagt, keine industrielle Produktion. Es wird eben alles in Glas fermentiert.
gern gelassen. Ja, ja. Und das ist auch so ein Unterschied, den ich entdecken konnte. Und ich kann mir auch vorstellen, ihr gebt den Dingen Zeit. Ja, also sagen wir so, das hast du alles wunderbar schon erkannt. Und das sind wesentliche Merkmale, auf jeden Fall. Und das bestätigen viele Leute. Also viele Leute, die schon zu Hause auch Kombucha trinken, die wissen, dass diese Kohlensäure bei den natürlich hergestellten Kombucha ganz anders ist, ist viel sanfter und feiner und schmeckt wirklich anders. Ist nicht so aggressiv wie der, wie Kohlensäure, wenn es zugesetzt ist, natürlich, ne? Wo du aufstoßen musst einfach auch, ne? Ja. Das ist natürlich auch großer Unterschied. Natürlich auch Gläser, also wo Getränk, es ist ganz wichtig, wo ein Getränk fermentiert wird. Wir sind darauf sehr stolz und sagen das offensichtlich und ganz klar, dass wir im Glas herstellen. Deswegen, wie bei Oma früher, hat man auch immer in Gläser oder vielleicht in Holzbehälter noch früher fermentiert. Glas ist wichtig, weil das vom Material etwas ist, was neutral ist. Die industrielle Kombucha werden aufgrund der Größe und Menge, die hergestellt wird, werden in Plastik- oder in Edelstahlcontainer hergestellt, weil es gibt keinen Container, was nur für Kombucha erschaffen worden ist, um Kombucha industriell herzustellen. Deswegen Plastik und Edelstahl kommen bei, würde ich sagen, 99% der Hersteller, die das offensichtlich sagen, weil es gibt nichts anderes auf dem Markt. Aber Plastik ist das eine. Edelstahl, was noch, glaube ich, noch öfters benutzt wird, ist vom Material etwas sehr Kaltes, also energetisch sehr Kaltes. Und das spürt man. Wenn ich Kombucha, industrielle Kombuchas verkostet habe, habe ich immer das Metallische rausgeschmeckt. Mhm. Und deswegen wollte ich das nicht trinken, weil das für mich kein Genuss war. Ja, natürlich, ja. Und ich wollte ja sagen, was ich auch mir so mich so beeindruckt hat, man könnte jetzt sagen, okay, ihr produziert Kombucha wie vom anderen Stern geschmacklich. Ja, jetzt werdet doch mal größer. Also das muss die Welt kennenlernen. Und da hast du gesagt, wir sind kompromisslos. Wenn wir das so machen wollen, wie wir es selber gut finden, dann können wir nicht hochskalieren. Nein. Und das hat mich total berührt. Also das, weil, ja, weil ich finde, das ist, da treffe ich mal wieder Menschen, die etwas für sich entdeckt haben, die das auch teilen wollen eben dann sagen, okay, wir bleiben klein und das ist gut so und richtig so, weil sonst verlieren wir selber die Achtung oder die Wertschätzung am eigenen Produkt. Genau, das ist es. Es geht uns um diese wirklich wahre Essenz von diesem Getränk. Und dieses Getränk, so wie er erschaffen ist, war früher nicht in riesigen Mengen gebraut. Er war zu Hause gebraut. Und er ist nicht so prädestiniert dafür, um das in riesigen Tanks zu fermentieren, die eine bestimmte auch Form haben. Die sind einfach viel länglicher als breiter. Kombucha braucht eine bestimmte auch Form. Und wir wollen herstellen so, dass dieser Charakter, diese wahre Essenz wirklich beibehalten wird. Und wir haben natürlich am Anfang, wo uns sehr viele Hersteller von Kombucha besucht haben, die alle große Hersteller sind und groß produzieren, und haben uns natürlich ihre Probleme mitgeteilt und gefragt, wie macht ihr das? Und wir haben festgestellt, dass wir denen gar nicht helfen können, weil sie ganz andere Probleme haben, die sich aufgrund dessen ergeben, weil sie in großen Mengen herstellen und den anderen einfach eben Tanks herstellen. Und dass wir einfach völlig andere, sagen wir, Herausforderungen haben als sie. Und wir wollen das Getränk so den Menschen anbieten, wie er wirklich auch früher hergestellt worden ist. Und wir stellen eben mit SCOBY, das wissen viele vielleicht noch gar nicht, dass heutzutage, da Kombucha auch schon auch in Europa weiterentwickelt ist, natürlich der Mensch neigt immer aufgrund von Zeitersparnis, Kostenersparnis, auf Kompromisse zu gehen, damit es schneller, preiswerter wird. Und ja, dieser am Anfang, diese Moral von diesem Getränk, was so hoch geschrieben worden ist, auch in Amerika, ist natürlich verloren gegangen, aufgrund dessen, dass schon auf dem Markt Konzentrate jetzt sind,
sogar Kombucha-Pulver gibt's, wo Scoby-Mutter dieser Kultur gar nicht ins Spiel kommt. Es kommt sogar etwas, was flüssiges Scoby nennt. Das heißt, es ist etwas, das ist wie eine Starterflüssigkeit, wo man da Aroma gibt, wo man quasi kontrolliert fermentiert auf gewünschte Parameter. Es ist etwas, wo man, das geht ganz schnell natürlich. Du kannst aus einem Konzentrat oder Pulver ganz schnell Kombucha herstellen. Innerhalb von ein paar Tagen, man nimmt Konzentrat, verdünnt einfach mit einem Aromaflüssigkeit und schon kann man ein Kombucha. Und das ist etwas für uns, also die industrielle Herstellung ist etwas, wo wir sagen, das ist es für uns nicht, weil Kombucha verbinden wir wirklich mit Kontakt, mit einem Liebesspiel, mit einer Achtsamkeit, mit all dem, was dieses lebendige Kultur einfach auch braucht. Mhm. Industrielle Herstellung ist immer steril. Es ist immer irgendwie anders. Es ist immer eine andere Umgebung. Es ist immer etwas, was eben das nicht der Kultur gegeben werden kann. Mhm. Das ist das, was sie, also das sind jetzt wirklich große, große, große Unterschiede. Ja, auf jeden Fall. Dann natürlich kommt es auch, warum sagen wir, viele kommen zu uns und sagen, aber warum macht ihr, warum sind das nur Tee-Kombuchas? Habt ihr nicht Ingwer-Kombucha? Habt ihr nicht irgendwie Lavendel-Kombucha und sowas? Ich sage, du, nein, haben wir nicht, weil das kannst du industriell bekommen. Da gibt's viele Kombuchas und das ist toll auch, mit vielen Geschmacksrichtungen, Mischungen, also wirklich, da gibt's kein Ende. Das hat aber auch eine Ursache, warum das so ist. Wenn man natürlich in großen Mengen herstellt, dann kannst du nicht teure Tees benutzen. Ja, logisch. Weil das ist natürlich, also Kostenfaktor. Also man benutzt billigere Tees, dann kommen natürlich Prozesse, die den Kombucha stabilisieren, wie Filtration oder Pasteurisation oder wie auch immer. Und diese natürlich lassen nicht viel übrig von diesem Tee, den man gegeben hat. Und wenn der Tee auch noch preiswert ist, und da spreche ich industriell von Tees, die vielleicht pro Kilo 10 Euro kosten. Wir benutzen Tees, bei uns fängt das, sagen wir, pro Kilo mit 40 Euro bis sogar 400 Euro. Ja. Deswegen ist natürlich eine ganz andere Geschichte, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, der Unterschied zur industriellen Kombucha-Produktion ist ziemlich klar geworden und damit auch die Gründe für den Geschmacksunterschied, unabhängig davon, ob industrielle oder handwerkliche Kombucha-Produktion. Ich denke, wir sind uns beide einig, in den letzten Jahren sind immer mehr Hersteller und Kombucha-Marken in den Handel gekommen. Ja. Dabei ist Kombucha nichts Neues. Kombucha hat eine uralte Tradition. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass die Geschichte von Kombucha nicht ganz eindeutig zu erzählen ist. Ihr vermutet, dass Kombucha aus China oder Russland kommt. Folgt man zum Beispiel in der chinesischen Legende, die ich von dir erfahren habe, so soll ein chinesischer Kaiser vor mehr als 2000 Jahren ein Elixier beauftragt haben, das ihm zu ewigem Leben verhelfen sollte. Ja. Das sollte Kombucha gewesen sein, trug aber einen ganz anderen Namen dort. Dass Kombucha eine sehr alte Rezeptur ist, das glaube ich unabhängig von allen Legenden und Mythen sofort, denn die Geschichte der Fermentation an sich ist ja auch uralt. Wer mehr über die frühe Kombucha-Geschichte erfahren möchte, findet auf eurem Blog eine Artikelreihe von Tadeusz, ja, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde. Besonders interessant fand ich hier den Sprung ins 20. Jahrhundert nach Deutschland und da würde ich jetzt gerne ansetzen. Ja. Wie und wann kam Kombucha zu uns? Was man finden kann als Quelle einfach halt, man sagt tatsächlich, dass Kombucha 1913 aus Russland nach Deutschland kam. Da gibt es einfach schon mehr Anmerkungen, also Quellen, wissenschaftliche Quellen, wo man das nachlesen kann. Und tatsächlich in dieser Zeit, sagen wir bis 95, war Kombucha in Deutschland da und hat geprägt einfach die Entwicklung von Kombucha. Es war aber eine andere Art von Kombucha und das ist ganz wichtig, weil als wir unsere Fermenterei aufgemacht haben, kamen sehr viele Leute und haben uns immer gefragt, wie viel Kombucha darf ich trinken? Und ich wusste gar nicht, dass das einen geschichtlichen Hintergrund hatte.
wo ich dachte, warum fragen Sie mich immer, na, wie soll ich trinken? Na, trink mal, wie viel du willst halt, ne? Aber es waren so viele Leute, die danach gefragt haben, wo ich sagte, das ist doch nicht normal. Das muss irgendwie eine Ursache haben, ne? Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, dass tatsächlich Kombucha hat damals existiert in Haushalten, also ne, bei jedem zu Hause, aber auch in Apotheken und war wirklich in Deutschland ein medizinischer Kombucha. Das heißt, die Rezepte, die man schon da finden kann, wo dann im Spiel Dr. Sklenar kommt mit seinem patentierten medizinischen Kombucha, was auch heute noch zu finden ist, es war wirklich ein anderer Kombucha und wir haben den echt nachgemacht. Wir haben den nachgebraut, um zu wissen, wie hat er geschmeckt. Weil vielleicht dachten wir, wenn wir den schmecken, dann wissen wir, warum sie uns danach fragen. Okay, und? Es war wirklich wie fast wie Konzentrat. Es war so süß und so sauer gleichzeitig, dass du wirklich nicht mehr trinken konntest, vielleicht als kleinen Shot. Ja, und das hat natürlich die Begründung, findest du, wenn du diese medizinischen Kombucha als Rezept dir anguckst, dann siehst du, alles klar. Man hat verwendet damals für ein Liter Kombucha zwischen 100 und 150 Gramm Zucker, weißen Zucker. Zum Vergleich, eben wir verwenden unraffinierten Braunzucker pro Liter 55 Gramm. Ja, ist ein großer Unterschied. Dann natürlich war dieser Kombucha ausschließlich aus schwarzem Tee gemacht und es hat viel länger fermentiert. Also 2 Wochen und länger waren Standard. Deswegen war das ein völlig anderes Produkt. Hat man das dann verdünnt getrunken? Nein, das war wirklich therapeutisch getrunken. Man hatte damals eben halt von Dr. Sklenar zum Beispiel, ist da wirklich ganz klare Vorschriften, wie viel man trinken soll, bei welcher Erkrankung, da er therapeutisch mit Kombucha gearbeitet hat. Das kann man natürlich auch nachlesen, diese Rezepte von ihm auch, wie es getrunken werden sollte, vor Mahlzeiten, 3-mal am Tag, so und so viel. Und es war wirklich eine Volksmedizin, die sich hinter Kombucha verbirgte. Und wir haben sogar ein Patent entdeckt von 1927, Patent auf Kombucha, das heißt auf therapeutischen Präparat mit Hilfe von Kombucha. Also das hat natürlich sehr das Bild geprägt und die Deutschen waren da sehr, sehr prägend bei diesem Bild. Und natürlich waren dann die Wellen, die kamen in 80er Jahre, wo wirklich so viele Leute zu uns kommen und sagen, ja klar, wir haben da alle gebraut. Das war so wie irgendwie so eine Welle richtig von Kombucha. Jeder hatte das zu Hause, jeder hatte es gebraut. Natürlich mit schwarzem Tee, mit viel Zucker und sowas, ne? Und natürlich, wenn die Leute trinken, dann unseren Kombucha sagen, ach, das ist Kombucha? Ja, genau, so gut kann Kombucha schmecken. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Kombucha kam Anfang des 20. Jahrhunderts von Russland nach Deutschland und hatte bis in die 80er, 90er Jahre eine Tradition als medizinisches Heilgetränk. Eine Volksmedizin, hast du gerade gesagt. Es war ein süß-säuerliches Konzentrat. Und viel dazu beigetragen hat der Allgemeinmediziner Dr. Rudolf Sklenar, den du mehrfach erwähnt hast. Sklenar hat Kombucha als Heilgetränk erforscht und auch zur Behandlung von verschiedenen Krankheiten bei seinen Patienten eingesetzt. Und genau darüber würde ich gern mit dir im zweiten Teil dieser Episode sprechen wollen. Was sind die Heilwirkungen, die Kombucha nachgesagt werden? Und welche wertvollen Inhaltsstoffe stecken in Kombucha? Bis gleich. Bis gleich. Das war Du bist, was du isst, dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmoothies.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.